Die Nacht brach sehr schnell herein, eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Eindringlinge. Vielleicht, weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Runde Twine. Jetzt kommt erstmal Gequassel. Achso, ja. Du hast schon weitergedrückt, weil ich bin jetzt hier immer noch in dem komischen Schattendorn-Dickies auf dieser Landkarte. Okay. Ja, um die Ansage zu machen, und dann drücken wir weiter und gucken, was kommt. Genau, wir befinden uns gerade im Schattendorn-Dickicht. Und damit herzlich willkommen. Hi. Und das Ganze spielen wir natürlich wieder mit dem Onkel, ja, der hier schon wieder voll am Durchdrehen ist. Ja, und du auch. Nee, ich nicht. Doch, du hast eine Planke gemacht. Nein. Das ist genau gesehen. Das war aus Versehen. Ich hab's genau gesehen. Ja. Boah, Alter, die Levels, die sind aber auch hübsch. Mann. Mhm. Hier ist es dunkel. Achso, stimmt. Nicht dunkel. Ja, hier, guck mal. Au, ah! Oh. Das war vorbei. Das war genau ja, richtig. Ja, sehr schön. Es werde Licht. Oh, oh. Mach mal. Stell hier oben mal hin. Ja, ja, ja. Oh, der spuckt Feuer, alter Schwede. Der spuckt sowas von gewaltig Feuer. Ich kann, ich hab. Ja, ja, ja. Ich hab, ich muss, ich weiß nicht. Pass auf, pass auf. Ui, ja, natürlich werden die Gegner nicht leichter, sondern schwerer. Und aber jetzt die haben Feuerspucker, die hatten, ja. hatten wir schon. Ja, aber die haben es in sich, ne? Hatte Komm nicht rüber hier. Dann machen wir es. Oh, was ist das denn? Küste. Was? Ja, entschuldige mal. Und zwar ist da drin Lichtprisma gefunden. Ich kämpf du mal. Ich guck mal, was das Lichtprisma kann. Das Lichtprisma, der Charakter erhält bei jedem Checkpoint 25% mehr Gesundheit und Mana. Na, dann bleibt das natürlich auch wieder bei der Kriegerin, bei der Diebin. Weil ich benutze die ja am meisten. Okay, dann mache ich das rüber zum Krieger. Aber ich. Jo, der ist fast voll, ey. Der hat nur noch zweimal Platz. Dann mache ich mal das. Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss langsam mal den drüben dem Krieger was geben, weil. Was haben wir denn hier? Verzauberte Mana-Kristall. Erhöhe die Wirkung der gesammelten Mana. Machen wir hier. Das kommt mal hier mit hin. Verzauberter Gesundheitskristall. Erhöhe die Wirkung eines gesammelten Gesundheitstranks. Das ist schön. So wollen wir das haben. Das bleibt hier. Die Kette, was war denn das? Erhöht die maximale Gesundheit um 5. Ja, das ist schön. Das gefällt mir auch. mindert den Beintreffern. Wer hat denn Beintreffer? Beintreffer hat zum Beispiel bei mir der Krieger. Beintreffer. Hm? Wann kriegst denn du am Bein einen Treffer ab? Das ist ja die Frage. Das ist genau die Frage. Weiß ich jetzt auch nicht. Hab noch nicht drauf geachtet. Benutze aber auch selten, muss ich ehrlich sagen, mein Schild als Schutz. Zum Schutz. Nehme ich sowas von ultra selten, weil ich immer vergesse, dass ich das überhaupt in der Hand habe. So unauffällig, wie es ist, ne? Das Schild. Ja, so viel dazu. Gut. So, wir haben... Oh, Licht hier. Ja. Bitte Licht. Bitte, bitte etwas Licht. 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 Hallo? Das ist die Britsche vor. Hä? Achso. Treffen sollte gelernt sein, ich ne? Ich will doch auch einen richtigen Fall. Ja. Komm hier rum. Na, guck mal hier unten. Was? Ey, hör doch mal auf, du musst verpflichtet sein. Das ist ja. Musst du alles verraten. Was? Na, dass du die nicht zielen kannst. Recht bist. Nee, dass du nicht zielen kannst. Was soll ich denn das verraten? Das sieht doch hier doch. Aua. Aber warum ist denn da unten der Stein? Der irritiert mich. Vielleicht könntest du irgendwas. Das sind zwei Steine. Ich kann auch Licht machen, siehst du. Siehst du, ich brauch dich gar nicht. Mit dem Schweuerpferd vor allem. Hör damit. Ja! Ich will den ab. Ja, die Brille kriegst du nicht kaputt. Ich will den Zauberer. Jawohl! Jetzt wie, aber was, aber wo, aber warum, aber... Der Sumpf pupst. Wie geht denn das? Vielleicht war es ja gar nicht der Sumpf. Du hast es jetzt bloß auf den Sumpf geschoben? Nein! Der pupst wirklich. Guck mal, man kann sogar in der Jauche laufen. Ja, guck mal, du brauchst mich doch nicht. Komm, mach mal da oben die Fackel an, los. Du brauchst mich doch nicht, hast du gesagt.
Ja, da oben ist es ein bisschen schwierig. Hörst du das? Da oben das Skelett hat gefurzt. Der olle Sack. Nee, da oben ist noch eine Fackel. Was? Was? Und jetzt nochmal auf Deutsch. Aua, aua, au, au, aua. Ja, so ist auch gut. Und zack. Wo ist doch Deutsch schön? Stage. Wie komme ich denn jetzt da? Oh, Sturmhammer! Oh, Ritter. Ritter kriegt eine neue Ritter gefunden. Frisur, würde ich sagen. Ich glaube, das könnte er immer schon brauchen. Ich will da hoch. Was hab ich? Hä? Das ist ja schön. Ich werde so richtig schön lila, wenn ich hier über den Fluss... Wo ist es denn? Wilbe. Keine Ahnung. Mit F. Wilbe. Mhm. Ach ja, der hat jetzt eine neue Fähigkeit. Onkelchen. Ja, aber da muss doch irgendwas sein. Ja, was ist denn los, Mikaterchen? Der Krieger hat eine neue Fähigkeit. Möchtest du vielleicht dann vorlesen? Ja, ich möchte vorlesen. Ne? Pass auf. Und zwar, pass auf. Also, der Sturmhammer von Donnergott gesegnet, ist ein Zweihänder, der beinahe alles zertrümmert. Sei es Holz, Eisen oder Knochen. Alle Sturmeffekte kosten Mana. Nächste Stufe kostet 2 Upgrade-Punkte. Mhm. Zerstörerischer zweiter Angriff mit der Wut von Blitz und Erde. Schwache Gegner sterben auf der Stelle und die Erde bebt unter seinem mächtigen Schlag. Wow, das klingt sowas von genial. Das werde ich gleich mal übernehmen. Total cool. Das Ding ist, was ich noch nicht rausgefunden habe, wie verwende ich ihn dann? Den Hammer. Oh, bei der Diebin kann ich ja noch... Ach so. Man kann ihren Bogen fast sofort laden. Ja, das mache ich auch kleiner mit. Okay, guck mal. Was ist denn? Was machst du? Guck mal her. Ich bin da, ich sehe dich doch. Wie der abgeht. Von hinten, wie eine Ballerina, Alter. Das sieht gerade irgendwie aus, wie so. Ich will nicht mehr mit dem Onkel spielen. Nein, ich will nicht mehr. Nein. Geh weg, Onkel, geh weg. So, alles klar. So, ich habe hier oben noch 2 Tränke. Ne? Ich kann damit... Wände einhauen! Hab ich gerade gemacht? Yes! Da. Gut, ich lese das hier zwar alles vor, aber warum sollte man mir... Nein, ich wusste ja nicht, dass gleich hier neben mir eine dieser Wände schon steht und ich gleich mal Geschmack bekomme, die einzuschlagen. Zickig, weißt du? Planisch, da oben hast du schon geholt, alles klar! Ja, ich komm, ich mach das hier mit dir, ich zermalm dich wie eine... Wie eine Schmalzfliege. So, mach mal Feuer da hinten. Ich denke, du brauchst mich nicht. ja, so schnell geht das, meine Damen und Herren. Ich wollte, ich wirklich nicht lachen. Nein. Ich dachte, ich wäre mir sicher, dass ich diese Brücke hier anheben kann. Aber anscheinend geht das nicht. Guck mal. Ja. Schaukel. Jawoll. Wow, man soll nicht immer hüpfen, wenn man so blöd ist wie ich. Oh, hier oben Haufen Tränke. Die werde ich mir alle holen. Warte, ich komme. Na, dann hangel dich im Hof wie eine gierige Spinne. Hm? Kriegst du das hin? Natürlich krieg ich das hin. Natürlich. Super. Da oben auch noch. Sehr schön. Natürlich. So, jetzt kann ich hier... Big Boss wiederholen. Yeah. Mike Krüger. Mike Krüger, ja. Ich klatsch euch alle weg. Und die hier auch noch gleich auf. Oh, guck mal, da oben ist aber noch eine. Warte mal. Ja. Da ist noch ein böses Skelett. Oh, da hält aber viel aus. Noch eins. Ja, das liegt daran, dass ich keine 3 Pfeile drin habe, sondern nur eine. Warte mal, hier oben. Und zwar hier, guck. Ach so, ja, wozu brauchen wir jetzt das noch, wenn. Was? Ui, ja, siehst du, das brauchen wir gar nicht mehr. Siehst du mal, ich brauche die Trank. Sehr schön. Ich muss aber da oben lang. Du kannst oben lang, da ist nämlich ein Trank, genau. Ja, das wollte ich damit sagen. Mit dem aufgeregten Hin- und Hergehoppel. Wie komme ich da hoch? Nein! Weißt du, das ist immer so ein Klugscheißer, weißt du?
Ja, dann tut doch die scheiß Kissen wenigstens wieder weg, Mann. Das ist stehen einfach. Also. Hier sieht etwas komisch aus. Aber Ende ist noch nicht, ne? Nee, wir haben erst 10 Minuten gespielt. Das kann auch kein Ende sein. Achso, ich hab ja dieses Scheiß... Mal Licht. Oh. Was ist denn jetzt? Achso, es ging... Ich habe keine Ahnung. Da ist leider den Schalter haben wir gedrückt. Was sind das für Plattformen? Wir haben wir haben hier die... Die sind schon, ja? Wir haben hier dieses Tor. Achso. Hauptsache quasseln. Hauptsache quasseln. Ja, immer reden. Immer. Aber nicht zu. Ja, das geht halt nicht. Entweder reden oder zuhören. Beides ist schlecht. Beides ist eine schlechte Mischung. Eine Zicke! Und noch eine! Eine hab ich geholt. Okay. Du auch mal. Ja. Da wird jetzt Zeit, dass du dich mal nützlich machst. Ja, guckst du, ne? Ja, jetzt warst du die Klappe wieder auf. Oh, guck mal, da ganz oben ist auch noch grün. Guck mal hier oben. Ja, ja, was? Mein Gott, nicht was so? Mach ich denn hier? Oh, geht doch mir gerade um den Sack. Pork. Ups. Ja, so ist auch gut. Ich bin jetzt ganz sauer. Jetzt. Ups, Moment. Wieso steht jetzt die Glocke dahin? Weil ich mal die Glocke dahin stellen will. Da oben sind noch ein paar Tränke. Mhm. Ich würde da gerne hin, aber ich habe hier leider nichts zum... Oh Gott, das war jetzt ein schöner Scheißsprung. Nein! Nein! Hierhin komme ich, kein Problem. Ja, dann. Oh! Boah, was hast du gemacht? Keine Ahnung. So, ey, eigentlich gar nicht. Das ist voll die Gewalt hier. Du auf immer voll ein auf die Klappe. Das Problem ist... Warte mal. Ja, es ist schön. Nein, ich bin oben. Warte. Ja. Hä? Wie machst du denn das? Ich zerstör die irgendwie mit Kuh selber. Ich habe auch keine Ahnung. So. Naja, dann. Unten war ja nichts, ne? Ui, ein Riesenspinnen. Also es sind doch keine Zecken, sondern Spinnen. Ich dachte immer, es wären Zecken, weil die aussehen wie Zecken. Ja, weil ich zuerst Spinne gesagt habe, da musst du natürlich immer gegenreden. Das ist doch klar. Das ist doch vollkommen normal. Oh oh, guck mal, da schleicht sich jemand. Bitte. Hui! Hui! So, noch einmal abwarten kurz. Nein. Und jetzt! Oh! Oh! Ich mach mal die Kiste hier auf und zwar haben wir hier eine Kiste mit Gesundheitsfiole gefunden. Sehr schön. Cool. Gesundheit. Pass auf, du darfst nicht ins Wasser. Ich bin gar nicht genießt. Das tut nämlich weh. Du kannst genießt, schräg hier oben, blöd. Ach Gott. Manchmal. Da oben ist sowieso nichts mehr, oder? Nur manchmal. Oh, pass auf. Ich hätte gern. Ich mach einen Arsch. Ja, cool. Hier hätten wir doch gleich so machen können. Zack. Au. Feuerspuckende. Nee, die haben selber. Ui. Okay. Oh, das war. Autsch. Nein, das tut zu sehr weh. Das geht nicht. Ist da oben irgendwas? Au. Ich weiß gerade nicht. Sieht aus wie Glühwürmchen, ne? Da oben. Oh mein Gott, wir haben das Level schon wieder beendet. Wir sind gerade erst mal für eine Stunde. Naja. Manche gehen halt schneller. Wir stellen uns ja nicht immer so blöd an. So ein Part. Ja, wir kommen langsam ins Spiel rein. Wir kommen auf jeden Fall rein. Sowas von. Komm, wir rennen mal hier hinterher und schauen, was passiert. Na. Sie wird ziemlich aufhören zu rollen. Bin ich mir so ziemlich sicher, dass die aufhören so zu rollen. Ja, das ja ist weil sie sich gegenseitig blocken. Nur ich deswegen. Gemacht. Achtung, renn! Ich hab ja na, renn immer. Ein Geschenk! So, okay. Na dann, würde ich mal sagen, beenden wir den Part. Mal hier, denn da oben ist eine Statue und die sitzt genau vorm Ausgang. Ich schieße sie ab und sie schreit. Und da ist ein Pilz. Jawohl! Und da ist ein dicker Mann. Jawohl! Und da ist ein Tor. Gut.
Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Und bis dahin. Genau. Tschüss. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Zum Geburtstag. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Zur neuen Runde. Viel Gesundheit.